Hallo Freunde der Spielkultur, willkommen zurück bei Far Cry 5. Wir spielen jetzt wieder Far Cry 5. Ja, jedenfalls sind wir gerade in Falls End angekommen. Die sich ja zwischendurch selbst befreit haben, aber man gibt uns hier noch Missionen. Jedenfalls sollte es hier noch was geben. Immer wenn ich nervös werde, zähle ich bis 100. Komm her, Deputy. Ich danke dem Herrn jeden Tag, dass er dich und mich zusammengeführt hat. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wir brauchen dich. Wie du sehen kannst, sorgt John C. dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Eure Kämpfer bringen sich meistens selbst tot, um. Entschuldigung. Nee, Shotgun will ich nicht. Ich will am liebsten eine zweite Hauptwaffe haben. Und wir müssten mal mit dem Flugzeug hier querfeld einfliegen, um diese ganzen, wie heißen sie? Diese Tanks in die Luft zu sprengen. Da gibt es ja auch unzählige von. Aber lass uns mal eben kurz oben am Peppers Versteck hin. Hier kommt das heilige Feuer. Hä? Boah, Kollege, hol dir mal bitte runter. Ich habe jetzt keine Zeit für so einen Scheiß, Nick. Lustigerweise habe ich immer wieder, wenn ich das Spiel neu starte, das Gefühl, es hat sich irgendwas verändert. Die Sekte hat am Wasser herumgedoktert. Doktor. Ich habe mich selbst eingeschlossen, um sie aufzuhalten. Diese Tür kriegen sie von außen niemals auf. Schieße. Ja, tanz für mich. Und das war's. Ah nee, haha. Wenn ich da drin bin, kann ich wahrscheinlich die Tür aufschießen. Ja, da drüben steht auch mal keiner. Ich nehme Schaden. Ertrink ich gerade? Wollte schon sagen. Sieht aus, wenn man durch das Fenster da rein kann. Kann ich von der Seilwinde abspringen und in das Fenster reingleiten? Oder muss ich von oben runterhüpfen und dann so halb runter? Wisst ihr, was ich meine? Na, ich bin mir nicht sicher, ob man weiß, was ich meine. So, damit bist du weg. Waren wir hier nicht schon mal drin? Ich kann von draußen auf das Schloss schießen. Aber nur mit einer Waffe, die auch sinnvoll ist, oder? Ich glaube, dafür liegt extra die
Pistole hier. Bleibt das immer so? Mit dem Alarm? Ah, nee, hat schon aufgehört. Du bist in dem Flugzeug, du willst ja wohl hinkriegen, die Leute zu töten. Guck, guck! Ah, das war's. Also munitionstechnisch. Magazine. Ein Haufen Geld. Gras. Und wer sieht mich denn jetzt? Das krieg ich nicht hin. Was schwebt dir sonst vor? Ich mach den Homerun mit deiner Birne. Willst du mich verarschen? Achso, ich habe keine Munition in dem Ding drin. Das macht natürlich Sinn. Hallo? Wo ist denn der letzte? Willkommen in Luftangriff County, Bevölkerung. Ratatat. Oh, ich verletze mich selbst, wenn ich den wegschiebe. Oh, ah nee, da hinten ist da einer am Geschütz. Ah, schön, da war mal Pistolenmunition drin. Ach, scheiße. Weg, weg, weg. Das ist wieder ein bisschen durcheinander hier alles. Reisen wir mal einfach entspannt zum anderen Pepper-Versteck, oder? Ja, nur woher, Nick? Ich höre, dass du beschossen wirst, aber nix ist da. Vorteile. Angel, nein, nein. Tierangriff verursacht weniger Schaden. Raubtiere kaufen Gegner an. Greifen Gegner an, nicht dich. Erhöht die Menge an, blub, was war es hier oben? Von Ernte. Mehr Gewehrmunition, mehr Pfeile tragen.
Wie wär's mit irgendwas, was in die Richtung geht von trage mehr Pistolenmunition, weil ich immer so viel mit der Pistole rumhänge. Entschuldigung. Trag eine dritte Waffe jedes Waffentyps mit dir. Schäden gehen in Ordnung, aber das ist schlimm. Shit, erwischt. Ich glaube, mein Flugzeug ist abgestürzt. Übrigens gesehen, dass die Schaufel das beliebteste Nahkampfwerkzeug sein soll. So ein Blödsinn. Jeder weiß, dass ein Paddel einer Schaufel absolut überlegen ist. Bär! Ah, er ist tot. Mein Gott, das ist wirklich ziemlich brutal gewesen. Ich weiß ja, ob ich mich jetzt nicht in Therapie begeben sollte, lieber. Dot Stump. Okay, das ist ein Versorgungslaster, ein paar Geiseln und ich habe 4 Schuss. Die haben mich übrigens noch nicht entdeckt. Das sind alles nur Freunde. Ich hab's geschafft. Ich lebe. Oh mein Gott, guck dich mal an, Junge. Die Maggies überrennen die Sunrise Farm. Sie haben die Leute gefesselt und die ganze Ernte in ihre Trucks geschmissen. Du musst etwas unternehmen. Was zum Teufel? Es geht nur die Tür auf, Junge. Boah, Flammenwerfer. Wundervoll hilfreich gerade. Not. Dort ist nirgendwo zu finden. Ich bin mir sicher, es stört ihn nicht, wenn wir ein bisschen Kram im Hinterzimmer einlagern. Der Strom ist aktuell nicht richtig angeschlossen, also pass auf, wenn du ihn anschaltest. Gelang das Innere des Gebäudes.
Hat das Vieh gerade eine Bombe auf mich geschmissen? Was denn? Ich hab dir auch schon geholfen. Danke. Für all dein... Wenn es ein Schiffchen in die Irrenanstalt gibt, ist John an Bord. Mach einfach weiter mit dem, was du machst. Toll. Dafür musste ich nochmal mit dir reden. Hab doch diesen Enterhaken. Geschwindigkeitstrank, Oregano. Warum immer, die können die auch Cannabis nennen. Wow, ich bin betrunken. Ah, da hinten ist ein Haken zum Dranhängen. Lass mich raten, wie ich Strom anschalte. Ach, hier wird der Strom benötigt noch. Und sobald ich ihn angeschaltet habe, kann ich da nicht mehr langlaufen. Das würde Sinn ergeben. Und alles voll mit Wasser, es wird gleich elektrifiziert. Da komme ich wieder raus. Ach, guck mal, da vorne ist der Stromanschluss schon. Juhu! Oh, warum hat der jetzt... Der hat meine Nahkampfwaffe weggeschmissen. Ist auch egal. Warum hat der... Das war doch das nächste der nächste Abschnitt. Man hat doch schon gesehen, dass man da hochklettern musste. Fick dich, John Seed. Gehört das schon zu Toxic Speech oder darf man sowas sagen? Oh. Mein Schläger ist kaputt gegangen. So geht's auch. Dass man nur an den vorgegebenen Orten sich dranhängen kann, ne? Da kriegst du wirklich Krebs. Also an manchen vorgegebenen Orten. Ach, Scheiße. Da
du alles kaputt oben. Yeah, Geronimo! Kam ich vorhin nicht viel leichter hier rein? Moment mal, der Strom ist ja immer noch angeschaltet. Och, verdammte Hacke, ich hätte das gar nicht machen müssen. Ich dachte, das wäre wieder zurückgesetzt worden. Aber so können wir ja einfach raus. Und dann hier unten über die beiden Holzbalken und dann sind wir schon drin. Wundervoll. Ich bin inzwischen auf Kuba. Weniger Bürokratiewahnsinn und keine verfluchte Seed-Familie. Ich baue meine Mülldeponie da auf, wo die Menschen sie zu schätzen wissen. Nehmt, was ihr wollt. Ich habe das Geld von der Versicherung bereits. Scheiß auf dieses Land. Dort. Ah, eine Weste, schön. Ja, alles Gute, Dot. Mögest du da, wo du jetzt bist, glücklicher werden. Als da, wo du warst. Di-di-di-di-di-di. Ein Wechsel zwischen Fallschirm und Wingsuit. Alle von dir benutzten Fahrzeuge reparieren sich von alleine. Guck ich gleich mal. Ich glaube, uns kommt ein Gegner entgegen. Auf jeden Fall sind wir in der Ecke dann auch erstmal durch. Was haben wir denn noch? Bewaffnete Konvois zerstören. Dann sollten wir die Sunrise Farm befreien. Aber erstmal nach da unten, dann können wir in Richtung Wendler Ryan. Örtlichen Gesetzeshütern und den Angehörigen der Gemeinde Eden's Gate waren offenbar haltlos. Wir haben von einer versuchten Festnahme gehört. Aus einem Statement des Büros des Sheriffs steht eine rechtlich... Wenn du, John, entkommen konntest, gibt's auch Hoffnung für die anderen. Die Peggys suchen verzweifelt nach Leuten, die sich in ihren Bunkern einschließen können. Keine Ahnung warum. Ist auch besser so. Hä? Warum sollten die das tun? Ja, bitte Munition auffüllen, weil da habe ich überhaupt nichts mehr. Kleidung. Boah, Farmer-Outfit. Eher das Bonanza-Outfit. Piloten-Outfit. Es gibt so hässliche Outfits, es ist unglaublich. So, jetzt haben wir auch zwei Waffen drin auf den Slot. Also, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann müsste ich jetzt zwischen 1, genau, nochmal 1 an... Hä? Oder wie mal... Achso. 2 ist dann die Waffe. Mit Waffensammler könnte ich noch eine mitnehmen.
Oh, ich kann jeden Hund streichen, nicht nur Boomer. Die Sekte hatte ein Waffenlager im Getreideheber. Wir haben sie verjagt und uns das Zeug gekrallt. Seitdem tobt hier ein erbitterter Kampf um das Gebäude. Das Wespennest. Ach, da ist aber eine ganze Ecke weg von hier. Dann auf zum Wendler. Der Wendler. War das nicht mal ein Schlagersänger?